Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute zwei leckere Getränkeideen mit Eierlikör vorstellen. Für den Eierlikör-Kakao braucht ihr eine Tasse Milch, Kakaopulver und Zucker nach Geschmack, 2 cm Eierlikör, etwas geschlagene Sahne und Schokostreusel. Als erstes machen wir uns einen normalen Kakao. Die Milch habe ich in der Mikrowelle erhitzt, mit Zucker und Kakaopulver dazu. Wenn ihr schon gesüßtes Kakaopulver nehmt, dann braucht ihr natürlich keinen Zucker zusätzlich dazu. Dann gebt ihr den Eierlikör dazu. Einmal kurz um. Und gebt dann die Sahne. Dann noch die Schokostreusel oben drüber und fertig. Ich finde den Kakao unheimlich lecker, gerade jetzt, wenn noch kältere Tage kommen, tut er so gut. Weiter geht es mit unserem Eierlikörsekt. Dafür brauchen wir ein Glas Sekt, 4 cl Eierlikör, 2 cl Grenadinsirup und Eiswürfel. Wir nehmen erstmal nur einen kleinen Teil des Sekts und geben Eierlikör und Grenadinsirup dazu. Jetzt nur noch die Eiswürfel dazugeben und mit Sekt außen. Und schon ist er fertig, unser Eierlikörsekt. Finde ich ein richtig leckeres Getränk, jetzt für gerade etwas wärmere Frühlingstage total erfrischend. Wenn euch die Ideen gefallen haben, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen oder gebt mir einen Daumen nach oben. Ich finde die beiden einfach lecker.